Der türkische Präsident Erdogan eröffnet die neue dritte Brücke über den Bosporus. Ein Megaprojekt. 6 Wochen nach dem gescheiterten Putschversuch demonstriert Erdogan, dass er fest im Sattel sitzt. Es ist ein Bau mit Symbolkraft. Eine Brücke zwischen Ost und West. So sieht auch die Türkei sich selbst. Doch der harte Kurs Erdogans gefährdet diese Rolle zunehmend. Die Türkei entfremdet sich vom Westen. Die Brücke wurde auch mit Teilen der deutschen Firma Piri gebaut. Doch den Plan, ein großes Werk in der Türkei zu errichten, hat der Geschäftsführer erstmal aufgegeben. Es fehlt die politische Stabilität. Das bedeutet keine Verhaftungswellen, keine Todesstrafe, keine Themen dieser Art, die einfach diesen ganzen Prozess der Annäherung auch an Europa, der Erleichterung dort Geschäfte zu machen, empfindlich stört. Wie Piri geht es anderen Firmen auch. Seit dem Putsch sind sie aufgeschreckt und beobachten die Lage genau. Die deutschen Unternehmen, die sich fürs Land interessieren, stellen ihre Aktivitäten im Moment zurück. Sie warten ab. Und die Unternehmen, die vor Ort schon tätig sind und viel Geld investiert haben, sind verunsichert. Denn Erdogan nutzt den gescheiterten Putsch, um seine Gegner auszuschalten, besonders Anhänger des Predigers Gülen. Mehr als 40.000 angebliche Verschwörer wurden verhaftet, rund 80.000 Menschen entlassen, darunter ein Viertel aller Richter und Staatsanwälte, aber auch Journalisten, Diplomaten, Künstler. Hier werden ein Arzt und 11 Hochschullehrer abgeführt. Das alles ohne Beweise, ohne Rechtsgrundlage. Es ist auch ein Kampf gegen Intellektuelle, gegen die Eliten im eigenen Land. Wir dürfen den Putschisten keine Chance lassen, während wir dieses Geschwür in unserem Land ausmerzen. Die Säuberungswelle gegen die Gülen-Terroristen ist in vollem Gange. Den gescheiterten Putsch nannte er gleich am Tag danach ein Geschenk Allahs. Seit dem Umsturzversuch herrscht Ausnahmezustand. Erdogan regiert per Dekret. Die Säuberungswelle hat auch die Wirtschaft erfasst. Geschäfte von angeblichen Gülen-Anhängern werden attackiert, geplündert, beschlagnahmt, die Inhaber verhaftet. So schafft man Verunsicherung. Die Türkei als Liebling ausländischer Investoren mit traumhaften Wachstumsraten, damit ging es schon seit Monaten bergab. Erdogans zunehmend religiös-autoritäre Politik spaltet das Land und verschreckt die Wirtschaft, erst recht nach dem Putsch. Die wirtschaftliche Entwicklung derzeit ist außerordentlich bedrohlich. Das heißt, wichtige Investitionen in die Zukunft, auch die Offenheit der türkischen Gesellschaft insgesamt Richtung Globalisierung, Richtung wirtschaftliche Verflechtung mit dem Rest der Welt, alles diese Perspektiven haben deutlich gelitten. Die Folgen sind schon jetzt deutlich spürbar. Zuletzt stufte die Ratingagentur Moody's türkische Anleihen auf Ramschniveau herunter und löste damit einen Ausverkauf an der Istanbuler Börse aus. Ausländische Geldgeber ziehen zunehmend Kapital aus der Türkei ab. Für Erdogan eine fatale Entwicklung. Denn für seine Anhänger ist er der Garant des Aufschwungs. Der ist nun in Gefahr und damit auch Erdogans Rückhalt. Wohl auch deshalb sucht der Boss vom Bosporus wieder den Schulterschluss mit dem Chef im Kreml. Der Abschuss des russischen Kampfjets, Drohungen, Sanktionen, alles kein Thema mehr. Beide Staatschefs brauchen neue Wirtschaftsimpulse. Und Putin hat mit Erdogans Durchgreifen kein Problem. Bis zum Jahr 2023 wollte Erdogan sein Land zur 10-stärksten Wirtschaftsmacht der Welt machen. Diesem Ziel steht er nun selbst im Weg. Wenn die Türkei eine Brücke zwischen Ost und West bleiben will, wird sie sich auf den Westen zubewegen und Erdogan seinen Allmachtsanspruch aufgeben müssen. Doch das ist derzeit wenig wahrscheinlich. Erdogan und seinen Machtanspruch, den bekommen wir auch in Deutschland zu spüren. Der Maulkorb gegen Jan Böhmermann beschäftigte Justiz, Politik und Öffentlichkeit in wirklich beispielloser Weise. Nun stellt eine türkische Zeitung in Deutschland ihr Erscheinen ein, weil der politische Druck zu groß wird. Wie es überhaupt so weit kam, berichten Jacqueline Dreihaupt und Janine Hildmann aus Offenbach. Vor 13 Jahren hat Süleyman Bar als Redakteur bei der deutschen Ausgabe der türkischen Zeitung Zaman angefangen. Heute erlebt er die letzten Wochen der Zeitung mit. Bald wird die Druckerpresse stillstehen. Am 30. November ist Schluss. Viele Leser sprangen unter Druck ab. Abonnenten werden besucht und sie werden bedroht, dass sie, wenn sie die Zeitung weiterhin abonnieren, sie Schwierigkeiten bekommen werden. Arbeiten wird in der Redaktion zunehmend zum Risiko. Daher wollen die Mitarbeiter unerkannt bleiben.
Saman gehört der World Media Group AG mit Sitz in Offenbach an. Seitdem sich der Konflikt zwischen Erdogan und Gülen immer mehr zuspitzt, geht es mit dem Gülen-nahen Medienunternehmen bergab. Ortswechsel. Erkan Köktaş ist Vorstand des Wirtschaftsverbandes Fidan und betreibt eine Druckerei. Auch er sympathisiert mit der Gülen-Bewegung und wird seit dem Putschversuch massiv bedroht. Ein Drittel der Mitarbeiter hat der Verband deswegen schon verloren. Die Angst um die berufliche Existenz bei den Vereinsmitgliedern hoch. Die Kunden kommen und sagen, wir wissen, dass du da Mitglied bist. Du musst da unbedingt kündigen, die sind gefährliche Menschen, und damit wir überhaupt bei dir noch weiter unsere Tickets kaufen. Solche Sachen kommen. Laut Köktaş kursieren seit dem Putschversuch Boykottaufrufe in den sozialen Medien. Aufgeführt sind Unternehmen, die angeblich mit der Gülen-Bewegung sympathisieren. Sie sollen von Erdogan-Anhängern angezeigt werden. Eine Telefonnummer des Präsidialbüros von Erdogan wird gleich mitgeschickt. Zurück in Offenbach. Menschenleere Räume. Aus den Fernsehstudios der World Media Group wird schon lange kein Live-Bild mehr gesendet. Der Putschversuch im Juli brach dem Medienhaus schließlich das Genick. Zu sehen, dass man zunehmend von einem Staat so stark unter Druck gesetzt wird, sodass für manche lebensbedrohliche Situationen entstehen, da dann vernünftig zu sein und sagen, Arbeit unter diesen Umständen, das wollen wir nicht. Wir wollen weder Kollegen zu Schade kommen, die jetzt journalistische Arbeit machen, noch unseren Abonnenten, die uns noch die Treue halten. Mittlerweile sind 2/3 der Abonnenten weg. Die Folge: keine Anzeigenkunden, keine Geschäftsgrundlage. Aus über 200 Mitarbeitern werden 17. Die Auflösung der Zeitung: beschlossene Sache. Dass es einmal dazu kommen könnte, dass politische Ereignisse in der Türkei wirtschaftliche Existenzen in Deutschland zerstören, hätte hier niemand für möglich gehalten. Ja, der Arm Erdogans ist lang und er reicht nun also schon bis nach Deutschland. Mal abgesehen von der aktuellen politischen Lage. Traditionell sind die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei eng. Allein fast 3 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln leben hier. Zudem ist die Türkei ein wichtiges NATO-Mitglied und sie war über viele Jahre eine Bastion von Stabilität und Wohlstand in einer Region mit großer Unsicherheit. Die sogenannte Flüchtlingskrise hätte Europa sicherlich schon viel früher erfasst, wenn die Türkei nicht über Jahre so viele Menschen aufgenommen hätte. Wie sehr die Türkei auch wirtschaftlich mit Deutschland verbunden ist, das zeigen die Zahlen und Fakten in unserem Makroskop von Nadja Kaltwasser. Der wichtigste Handelspartner der Türkei ist Deutschland. 2015 erreichte das Handelsvolumen der beiden Länder mit 36,8 Milliarden Euro einen Höchststand. Deutschland ist der größte Abnehmer türkischer Waren. 9,3% des gesamten türkischen Exports kommt nach Deutschland. An zweiter Stelle folgt das Vereinigte Königreich, dann mit 6% der Irak. Bei den Importen in die Türkei steht Deutschland an zweiter Stelle, nach China und vor Russland. Umgekehrt hat der Handel mit der Türkei für Deutschland einen weniger großen Stellenwert. Unter den Ländern, in die Deutschland Waren exportiert, belegt die Türkei zum Beispiel nur den 14. Platz. Die deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen sind aber auch durch andere Faktoren geprägt. In Deutschland leben 3 Millionen Menschen türkischer Abstammung, circa die Hälfte davon mit deutschem Pass. 96.000 türkischstämmige Unternehmer beschäftigen dabei ca. 500.000 Mitarbeiter und kommen auf einen Jahresumsatz von ca. 50 Milliarden Euro. Umgekehrt ist die Zahl deutscher Unternehmen oder Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung in der Türkei auf über 6.500 gestiegen. Die Produktionsverhältnisse sind besonders günstig. Die deutschen Direktinvestitionen nahmen entsprechend allein 2015 um umgerechnet 1,2 Milliarden Euro zu. Allerdings könnte sich das bald ändern. Laut einer Umfrage der Roland Berger Strategy Consultants rechneten 85% der befragten deutschen Manager mit einem erheblichen Rückgang von Investitionen. Die Befragung wurde kurz nach dem Putschversuch veröffentlicht. Auf den Tourismus haben sich die politischen Entwicklungen in der Türkei bereits ausgewirkt. 2015 zog es 5,5 Millionen Deutsche in den Ferien in die Türkei. Die Zahl dürfte für 2016 deutlich geringer ausfallen. Ja, auf den Tourismus kommen wir gleich in unserer Sendung noch genauer zu sprechen, liebe Zuschauer. Zunächst aber bleiben wir noch bei den deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen. Wie reagieren die Unternehmen auf die angespannte politische Lage? Denn erst diese Woche hat Erdogan den Ausnahmezustand verlängert.
Luc Walport hat in der Türkei ein Werk der deutschen MAN besucht. Seit 3 Monaten herrscht im Land Ausnahmezustand, aber in den Werkshallen des Busherstellers MAN in Ankara merkt man davon nichts. Die Belegschaft ist mit unveränderter Laune bei der Arbeit, die Auftragsbücher gut gefüllt, die Produktion stand keinen Tag still. Es hat sich eigentlich nichts geändert, weder in meinem sozialen Umfeld noch hier bei der Arbeit. Für uns geht das Leben normal weiter. Wir haben auch gleich am Tag nach dem Putsch wieder angefangen zu arbeiten. Probleme gab es keine, alles läuft bestens. Seit 50 Jahren fertigt der deutsche Lkw- und Bushersteller schon in der Türkei. Eine Tradition, auf die sie hier sehr stolz sind. Es war der erste Produktionsstandort von MAN im Ausland. Heute sind 1.800 Mitarbeiter hier tätig. Sie fertigen Stadt- und Reisebusse, mehr als 1.700 Stück im Jahr in 8 verschiedenen Baureihen. Das größte Busproduktionszentrum des deutschen Herstellers und alles nach höchsten deutschen Qualitätsmaßstäben. Thomas Hakuba, Finanzchef des Werks, arbeitet seit 6 Jahren in Ankara. Auch die dramatischen Ereignisse in der Putschnacht verfolgte er vor Ort. Ich wohne zum Glück selbst nicht im Zentrum von Ankara, sondern außerhalb von Ankara. Das meiste habe ich eigentlich vom Fernsehen mitbekommen. Also dort beschäftigt hat die Situation jeden. Das wäre dann auch untypisch, wenn jetzt die Situation, die ja keiner so richtig sofort verarbeiten konnte, irgendwo klanglos an jemanden vorbeigeht. Aber im Grunde genommen sind wir sehr, sehr schnell zurück zum normalen Geschäft gekommen. Einer der Gründe dafür ist vielleicht auch die hohe Zufriedenheit der Belegschaft. Der Bushersteller gilt als zuverlässiger Arbeitgeber. Wie in vielen Großbetrieben in der Türkei werden neben dem Gehalt Zusatzleistungen geboten. Prämien, die kostenlose Fahrt zum Arbeitsplatz, kostenloses Essen in der Kantine. Eine Unterbrechung der Produktion hätte für den Gesamtkonzern Auswirkungen, denn aus dem Werk in Ankara werden wichtige Fahrzeugkomponenten für die gesamte MAN-Gruppe in alle Welt verschickt. Werksleiter Münir Yavuz weiß, dass in der derzeitig wirtschaftlich angespannten Lage der Erhalt von Arbeitsplätzen für die Regierung in Ankara oberste Priorität hat. Sie haben das ja in der Presse im In- und Ausland lesen können. Der Putschversuch hat in Politik und Wirtschaft schon einiges Chaos angerichtet. Aber im Alltag merken wir hier in der Privatwirtschaft wenig davon. Im Gegenteil, die staatlichen Institutionen, mit denen wir zu tun haben, Wirtschafts- und Industrieministerium, die bemühen sich jetzt noch mehr, gerade für ausländische Firmen, ideale Geschäftsbedingungen zu schaffen. Außerhalb des Werks sind die Nachwirkungen von Putschversuch und Ausnahmezustand deutlicher zu spüren. Die türkische Lira ist unter Druck, die Zahlungsbilanz weiter stark defizitär, Touristen und Devisen bleiben aus. Und mehr als 100.000 Lehrer, Staatsanwälte und Richter wurden wegen Terrorverdachts entlassen, verhaftet oder ihr Vermögen konfisziert. Faktoren, die das Vertrauen von Investoren in Stabilität und Rechtsstaatlichkeit der Türkei nicht eben stärken. Bei MAN sieht man derzeit aber noch keinen Grund zur Sorge. Also aus einer reinen MAN-Sicht bin ich nach wie vor überzeugt, dass es absolut perfekt ist, in der Türkei zu sein, einfach auf Basis der Faktoren, die die Türkei bietet, aus der Demografie heraus, aus Aspekten, wie der Mensch auftritt, wie er die Arbeit wahrnimmt, wie er ehrgeizig ist, wie er motiviert ist halt. Klar, aus einer Perspektive, wenn man nicht vor Ort ist, aus einer europäischen Perspektive in die Türkei zu schauen, klar, das schürt Verunsicherung halt. Aber das kann ich jetzt aktuell überhaupt nicht bestätigen, aus meiner Perspektive, meiner Erfahrung hier in der Türkei. Im Zweifelsfall werde man die Lage neu beurteilen müssen, heißt es aus der Vorstandsetage der Konzernzentrale in München. Bislang aber rollen weiter täglich MAN-Busse aus Ankara nach Deutschland und in die gesamte Welt. Business as usual, könnte man meinen. Über die aktuelle Situation in der Türkei spreche ich jetzt mit Erol Babacan, Politikwissenschaftler und Mitherausgeber des Infobrief Türkei. Schönen guten Abend, Herr Babacan. Schönen guten Abend. Ja, bei MAN läuft offenbar alles wie bisher. Sie sind erst kürzlich aus der Türkei zurückgekehrt. Wie ist Ihr Eindruck aus dem Land? Ist alles beim Alten, äußerlich gesehen? Äußerlich gesehen, als normaler Besucher, wenn man durch die Straßen läuft, kann man zumindest keinen wirtschaftlichen Abschwung beobachten. Allerorten wird weiter gebaut. Der Bauboom geht weiter, auch der Konsumboom geht weiter. Auch eine Zunahme von Armut oder Arbeitslosigkeit lässt sich zumindest nicht beobachten, außer im Tourismussektor vielleicht. Und woran liegt das? Also, dass sozusagen, wir haben ja die Zahlen hier gesehen, mit der Wirtschaft geht es wirklich bergab. Und warum ist eigentlich hier alles Business as usual? Was bergab geht, ist ja derzeit eher, sind derzeit eher die Projektionen bzw. die Erwartungen an Investitionen.
wirklich bergab geht die Wirtschaft ja auch noch nicht. Das Wachstum ist zwar verlangsamt, also die Boomzahlen von 8-9% Wachstum gibt es nicht mehr. Es gibt aber immerhin noch 3% Wachstum. Dass die Erwartungen allerdings schlechter geworden sind, das hat sehr viel damit zu tun, dass die Schulden sehr stark gestiegen sind. Hm. Investoren ziehen sich zurück. Die Ratingagenturen haben die Türkei auch sehr abgestraft und herabgestuft. Nun sagen Sie in einem Vorabinterview, warnen Sie auch vor diesem Berg privater Schulden, den Sie gerade angesprochen haben. Glauben Sie, dass dem Land eine Art Insolvenz drohen könnte? 2001 stand die Türkei ja schon mal kurz davor. Das könnte passieren, denn die Krisenursachen, die 2001 zu dieser Krise, 2001 zur Krise geführt haben, die sind ja weiterhin vorhanden. Also eine sehr hohe Verschuldung, in diesem Fall allerdings eine Privatverschuldung und nicht eine Verschuldung des Staatshaushalts. Das ist ein Unterschied zu 2001. Und das zweite Risiko, was strukturell vorhanden ist, ist der Abzug kurzfristiger Kapitalanlagen. Diesem Risiko gegenüber ist die Türkei nicht gefeit und dieses Risiko droht jetzt insbesondere, nachdem internationale Ratingsagenturen die Türkei auf Rangniveau hinabgestuft haben. Aber wie ist denn Ihre Bewertung? Wir haben ja schon gehört, dass die Lage außerordentlich bedrohlich ist. Das haben wir von Henning Vöbel gehört, dem Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. Würden Sie sich da anschließen? Für wie dramatisch halten Sie die Lage in der Türkei? Ich würde mich dem anschließen. Ich würde es sogar noch ergänzen, eben mit diesem einen Punkt, dass dieses Risiko besteht, dass internationale Kapitalanleger rausgehen aus dem Land. Die Herabstufung durch die Ratingagenturen wird erstmal zur Folge haben, dass die Zinsen höher werden für Kredite, die in die Türkei vergeben werden. Das heißt, die türkischen Unternehmen werden größere Schwierigkeiten haben, ihre Schulden zurückzahlen zu können. Und was heißt das? Also für die Türkei selber, fangen wir mal mit dem Land selber an. Was heißt das für die Leute da? Wenn es zu einer ökonomischen Krise kommen sollte, wonach es derzeit aussieht, dann wäre das erstmal damit verbunden, dass Firmen eben ihre Schulden nicht mehr zurückzahlen können. Wenn Firmen pleite machen, dann würde es zu Massenentlassungen sehr wahrscheinlich kommen oder logischerweise kommen. Das würde wiederum sich auf die Kaufkraft auswirken und aber auch auf die Rückzahlungsfähigkeit der Schulden der vielen Privathaushalte, die sich ja auch sehr stark verschuldet haben. Also der Konsumboom ist sehr stark auch mit einer Verschuldung der Privathaushalte verbunden. Und wenn all diese Dinge zusammenkommen, dann kommt es natürlich zu einem Einbruch des Wirtschaftswachstums und es kommt ein Teufelskreis in Gang, aus dem die Türkei aus eigener Kraft mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht daraus kommen wird. Und wie sich das politisch auswirken könnte, darüber sprechen wir dann im zweiten Teil unseres Interviews. Fürs Erste schönen Dank, Erol Babacan. Wer Urlaub am Meer, aber gleichzeitig leere Strände liebt, der sollte in die Türkei fliegen. Denn viele andere Touristen machen zurzeit einen großen Bogen um das Urlaubsland. Das trifft die Türkei bis ins Mark, denn der Tourismus ist eine Schlüsselindustrie. Was wäre wohl hier bei uns in Deutschland los, wenn plötzlich der Autoindustrie die Aufträge ausgingen? Ähnlich geht es momentan den Menschen in der Türkei. Eindrücke aus dem östlichen Mittelmeer von Susanne Becker und Sabine Meierhöfer. Es ist wenig los am Strand von Alanya. In den letzten Jahren sind die Besucherzahlen stetig gestiegen, doch nun gibt es immer weniger Buchungen. Mehrere Male ist die Türkei in diesem Jahr von Anschlägen getroffen worden. Bei einem Attentat im Juni auf den Istanbuler Atatürk-Flughafen kamen Dutzende Menschen ums Leben. Mehr als 200 wurden verletzt. Schon im Januar traf es auch eine deutsche Reisegruppe mitten in Istanbul. Wachsende Terrorgefahr, der Putschversuch und Erdogans umstrittene Auftritte lassen die Zahl der ausländischen Touristen von Monat zu Monat sinken. Im Juni meldete das türkische Tourismusministerium ein Minus von 40% im Vergleich zum Vorjahr. In den Sommerferien war es an der türkischen Riviera so leer und günstig wie lange nicht. Wenn meine Stammgäste nicht da wären, dann könnte ich zumachen. Dann wären so viele Leute arbeitslos. Und will ich nicht. Also ich kämpfe. Der Einbruch ist so krass, dass ich denke, dass ganz viele Hotels auch zumachen werden. Dabei lief es so gut für den Urlauber-Hotspot Türkei. Noch im letzten Jahr vermeldete die einheimische Statistikbehörde Rekordzahlen. Die größte Gruppe mit 5,5 Millionen stellten dabei die Deutschen. Doch die Buchungen sind drastisch eingebrochen. Wir sehen schon einen Einbruch bei den Türkei-Buchungen in diesem Jahr. Das ist bedingt durch die Vorfälle in der Türkei seit Anfang des Jahres. Aus dem deutschen Markt heraus liegt es ungefähr bei minus 40% insgesamt. Und da liegen die Veranstalter alle im ähnlichen Rahmen. Sogar Schnäppchenangebote locken nur noch wenige Urlauber an die türkischen Strände. Der aktuelle Reisehinweis des Auswärtigen Amtes sorgt auch nicht gerade für Beruhigung.
Landesweit ist weiter mit politischen Spannungen sowie gewaltsamen Auseinandersetzungen und terroristischen Anschlägen zu rechnen. Würden Sie in die Türkei fliegen? Nein, zurzeit würde ich nicht in die Türkei fliegen. Und warum nicht? Wegen den politischen Verhältnissen und dem Regime von Herrn Erdogan, das ich nicht unterstütze. Die Folgen des Buchungsrückgangs sind dramatisch. Der Tourismus ist eine der wichtigsten Säulen für die Türkei. Er trägt jährlich über 12% zur Gesamtwirtschaft bei. Jeder 10. Arbeitsplatz hängt an der Reisebranche, unter anderem auch in Zulieferbetrieben für die Hotels oder auch im Bausektor. Besonders hart traf die türkische Tourismusbranche vor allem das Ausbleiben der Russen. Diese stellen nach den Deutschen die zweitgrößte Gruppe unter den Türkei-Reisenden. Nach dem Abschuss eines russischen Kampfjets an der türkisch-syrischen Grenze im letzten November verhängte Russland ein Embargo gegen die Türkei und strich alle Charterflüge. Ein Buchungseinbruch von über 90% war die Folge. Erdogan hat sich zwar zwischenzeitlich entschuldigt, doch die Sanktionen haben ihre Spuren hinterlassen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Reservierungen um 30% zurückgegangen. Wir beobachten nun den Markt und werden gegebenenfalls die Preise senken müssen, um die Gäste in unser Hotel zu holen. Mit den Gästen fehlen auch die Devisen, denn der Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle. Experten sagen voraus, dass die Umsätze in diesem Jahr spürbar zurückgehen werden. Und das beunruhigt die Menschen, die davon leben. Die Kosten sind gewaltig. Hohe Miete, das Personal, die Lieferanten. Ohne Umsatz wird das nichts. Das wichtigste Kriterium für einen Urlauber ist Sicherheit. Erst in zweiter Linie sind der Preis und die Entfernung zum Urlaubsziel wichtig. Und unser Problem in der Türkei ist derzeit klar: die Sicherheitslage. Für die Türkei ist der Tourismus ein Milliardengeschäft. Ohne Gäste aber ein höchst anfälliges, und wie es im nächsten Sommer wird, weiß jetzt noch niemand. Ja, willkommen zurück, Erol Babacan, zum zweiten Teil unseres Interviews. Was passiert eigentlich mit Erdogan, wenn sich der wirtschaftliche Ausblick in der Türkei nicht bessert? Hängt seine politische Existenz nicht an dem Versprechen auf Wohlstand in der Türkei? Ich denke, dass seine politische Existenz inzwischen nicht mehr so stark an diesem Versprechen hängt, insofern als dass man sich die Frage stellen muss, wie der jetzige Ausnahmezustand ja schon zeigt, ob in der Türkei überhaupt noch mal demokratische Wahlen stattfinden werden. Beziehungsweise würde ich sagen, weniger die politische Existenz Erdogans sollte einem beschäftigen, sondern die politische Stabilität in der Türkei. Wenn es nämlich zu einer ökonomischen Krise kommt, dann kann es sehr wohl passieren, dass andere politische Unsicherheitsfaktoren dadurch auch bestärkt werden und sie sich gegenseitig hochschaukeln. Also ich erinnere an den Bürgerkrieg mit der PKK, aber auch islamistische militante Gruppen, die sich in der Türkei organisieren. Also das sind auf jeden Fall Krisenherde, die im Falle einer ökonomischen Instabilität durchaus auch zu einer weiteren Fragilität führen könnten. Ja, das heißt, wenn die Wirtschaft tatsächlich weiter bergab geht, also Sie sagen, sie geht noch nicht bergab, aber die Prognose ist ja da, dass es wirklich tatsächlich bis zu einem Bürgerkrieg führen könnte in der Türkei, das ist denkbar. Tatsächlich zu einem ich würde nicht einen direkten Zusammenhang herstellen zwischen einer ökonomischen Krise und dem Bürgerkrieg. Der Bürgerkrieg hat durchaus eine eigene Dynamik in der Türkei. Aber es würde sehr wahrscheinlich, also wenn es zu einem schweren wirtschaftlichen Einbruch kommt, dann würde es sicherlich zu einem Verteilungskampf kommen. Denn es stellt sich ja die Frage, wer zahlt dann die Zeche nach diesen Boomjahren? Was müsste denn passieren, damit das Land wirklich aus seiner Krise herauskommt? Um aus der wirtschaftlichen Krise rauszukommen oder beziehungsweise aus der Gefahr rauszukommen, müsste auf jeden Fall der Schuldenberg abgebaut werden. Und man müsste sich einige unorthodoxe Gedanken machen, sage ich mal, über das türkische Wirtschaftsmodell. Insbesondere den Abzug kurzfristiger Kapitaleinlagen müsste man als Risiko eingrenzen. Und an der Stelle müsste man über Kapitalverkehrskontrollen nachdenken. Und langfristig, denke ich, müsste man in der Türkei auch über ein alternatives Wirtschaftsmodell nachdenken, insofern man ein nachhaltiges Wirtschaften ermöglichen sollte und vielleicht auch darüber nachdenken müsste, wie man wichtige Güter im Inland produziert. Ansonsten wird dieser Kreislauf zwischen Wachstum, Verschuldung und Krise immer wieder in Gang gesetzt, ganz egal wer regiert. Ja, und das ist ja eine ganze Menge, was Sie da aufzählen. Glauben Sie, dass das unter einem Präsidenten Erdogan möglich ist? Nein, das glaube ich nicht. Und das heißt, Erdogan müsste erst abtreten, dass die Türkei wirklich aus ihrer Talfahrt rauskommt?
Es müsste sogar noch mehr passieren, weil die Entwicklung nicht alleine an Erdogan hängt, sondern man muss schon sehen, dass dieses Modell eins ist, das unter der Aufsicht des IWF in der Türkei installiert worden ist und das auch von allen anderen politischen Parteien getragen wird. Insofern müsste ein größeres gesellschaftliches Umdenken in der Türkei stattfinden. Mhm. Erdogan, das haben wir heute auch in der Sendung gehört, hat 100.000 Leute entlassen, verhaften lassen, ohne Prozess, hat deren Vermögen konfiszieren lassen. Lassen sich die Leute das eigentlich so gefallen? Ja und nein. Es wurde ja auch in dem Beitrag deutlich, dass sehr viele Mitglieder oder sogenannte Mitglieder, es handelt sich ja nicht um einen offiziellen Verein, sondern um ein Netzwerk der Gülen-Gemeinde betroffen sind. Und die Gülen-Gemeinde hat sich in der Türkei nur Feinde gemacht. Also auch alle Gegner Erdogans sind Gegner der Gülen-Gemeinde. Das heißt, sie bekommen überhaupt keine Solidarität von nirgendwo. Ja, das ist kein besonders guter Ausblick, den Sie heute auf die Türkei hier gezeichnet haben bei uns im Interview. Schönen Dank, Erol Babacan vom Infobrief Türkei, dass Sie heute hier live bei uns im Studio waren. Und Sie, liebe Zuschauer, können jetzt sich noch persönlich an unseren Studiogast wenden, wenn Sie das möchten, mit Fragen. Dann nutzen Sie jetzt bitte die Gelegenheit. Sie erreichen ab sofort Herrn Babacan in unserem Makro-Blog. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Makro, Wirtschaft in Dreisat. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss und auf Wiedersehen.